Es war einmal ein kleines Haus tief im Wald. Dort lebte die Mutter Geiß mit ihren kleinen Geißlein ein friedliches und glückerfülltes Leben. Die kleinen Geißlein waren so niedlich und spielten den ganzen Tag. Die Mutter Geiß, wie alle Mütter, liebte ihre Kinder sehr und beschützte sie vor den wilden Tieren im Wald. Eines Tages, bevor sie wie immer in den Wald zog, um Essen zu besorgen, rief sie ihre Geißlein zu sich. Meine lieben Kinder, macht die Tür für niemanden auf. Wenn der Wolf in unser Haus kommt, frisst er uns alle am lebendigen Leib. Er wird sich verkleiden und versuchen, euch zu täuschen. Aber wie sollen wir ihn denn dann erkennen? Ich habe eine hohe und sanfte Stimme, also könnt ihr ihn sofort an seiner tiefen und rauen Stimme erkennen. Als sie sich auf den Weg machte, erinnerte sich die Mutter Geiß an noch etwas. Die Füße des Wolfes sind schwarz und meine sind weiß. Ihr könnt ihn also auch an seinen Füßen erkennen. Keine Sorge, Mutter. Wir passen auf uns auf. Du kannst auf uns zählen. Die Mutter Geiß verabschiedete sich von ihren Geißlein und lief in den Wald hinein. Der Wolf beobachtete sie aus der Nähe. Er wartete einen Moment und ging dann zu dem Haus herüber und klopfte an die Tür. Wer ist da? Öffnet die Tür, meine Geißlein. Eure Mutter ist hier. Ich habe euch leckeres Essen mitgebracht. Aber die kleinen Geißlein erkannten die raue Stimme des Wolfes sofort. Du bist nicht unsere Mutter. Ihre Stimme ist sanft und freundlich. Du bist der Wolf. Du kannst uns nicht täuschen. Der Wolf ärgerte sich sehr, da sein Plan nicht funktioniert hatte. Also besorgte er sich ein Stück Kreide und aß es. Jetzt klang seine Stimme viel sanfter. Er ging zurück zu dem Haus der Geißlein und klopfte erneut an die Tür. Diesmal sprach der Wolf mit sanfter Stimme. Öffnet die Tür, meine Geißlein. Ich habe euch leckeres Essen aus dem Wald mitgebracht. Als sie die Stimme des Wolfes hörten, dachten die Geißlein dieses Mal wirklich, dass es ihre Mutter wäre. Aber als sie gerade die Tür öffnen wollten, rief eins von ihnen, »Wartet! Lass uns unter der Tür nach den Füßen schauen!« Als die kleinen Geißlein unter die Tür schauten, sahen sie natürlich die schwarzen Füße des Wolfes. Also riefen sie wieder, »Wir machen die Tür nicht auf! Unsere Mutter hat keine schwarzen Füße! Ihre sind weiß! Du bist der Wolf!« Der Wolf wurde sehr wütend und ging davon. Dieses Mal ging er zum Bäcker. Als der Bäcker ihn sah, war er sehr überrascht. Ich bin jetzt Vegetarier, also esse ich jetzt nur noch Brot. Kannst du mir etwas Mehl geben? Der Wolf kam mit einem Sack Mehl aus der Bäckerei heraus. Als er sich dem Haus näherte, öffnete er den Sack und streute das Mehl über seine Füße. Jetzt waren sie ganz weiß. Der schlaue Wolf klopfte erneut an die Tür der Geißlein. Öffnet die Tür, meine Geißlein. Ich habe euch leckeres Essen aus dem Wald mitgebracht. Zeig uns deine Füße, sodass wir wissen, dass du unsere Mutter bist. Der Wolf zeigte ihnen seine Füße mit dem Mehl darauf. Als die kleinen Geißlein seine weißen Füße sahen, glaubten sie, dass es ihre Mutter war und sie öffneten die Tür. Und was sahen sie? Der große, böse Wolf stand direkt vor ihnen. Die kleinen Geißlein wussten nicht, was sie tun sollten. Also begannen sie panisch herumzurennen und zu schreien. Versucht es erst gar nicht. Ich werde euch alle kriegen. Ein Geißlein versteckte sich unter dem Tisch. Ein zweites hüpfte ins Bett. Das dritte kletterte in den Ofen. Das vierte versteckte sich in der Küche. Das fünfte kletterte in den Schrank. Das sechste lief hinter den Vorhang und das siebte Geißlein hüpfte in die große Wanduhr. Aber der schlaue Wolf war zu schnell und fing sie alle nacheinander ein, egal wo sie sich versteckt hatten. Lauft! Komm her! Ich fange euch alle ein! Bleib hier!
Das einzige Geißlein, das er nicht fand, war das in der Wanduhr. Er war sowieso satt, also gab er die Suche auf und verließ das Haus. In der Nähe fand er einen Baum. Er legte sich darunter, um ein Nickerchen zu machen. Kurze Zeit später kam die Mutter Geiß zurück. Als sie sah, dass die Tür offen war, wusste sie, dass etwas passiert war und begann zu schreien. Ah, meine kleinen Geißlein! Als sie das Haus betrat, war sie schockiert. Die Tische und Stühle waren alle umgeworfen. Vorhänge waren zerrissen, die Betten waren durchwühlt. Die Kissen und Decken lagen auf dem Boden verteilt. Die Mutter Geiß suchte nach ihren Kindern, aber konnte sie nicht finden. Sie begann, alle ihre Namen zu rufen, aber niemand antwortete. Schließlich rief sie den Namen ihres jüngsten Geißleins und hörte plötzlich eine leise Stimme. Ich bin in der Wanduhr, Mama. Die Mutter rannte zu der Uhr und holte ihr Geißlein heraus. Sie umarmten sich. Unter Tränen erzählte das kleine Geißlein seiner Mutter, was passiert war. Der Wolf hat sich verkleidet und wir dachten, dass du es warst. Und wir haben die Tür geöffnet und dann hat der Wolf alle meine Geschwister gefressen. Die Mutter Geiß war entsetzt. Sie weinte um ihre Geißlein. Mit nur noch einem ihrer Geißlein verließ sie das Haus und sie gingen zum Fluss. Plötzlich sahen sie den Wolf unter seinem Baum schlafen. Er schnarchte so laut, dass die Äste am Baum zitterten. Die Mutter beobachtete den Wolf für eine Weile. Sie sah plötzlich, dass sich der Bauch des Wolfes bewegte. Oh mein Gott, kann es möglich sein, dass meine Geißlein im Bauch des Wolfes noch am Leben sind? Sie hatte einen Plan. Renn nach Hause und bring mir eine Nadel und Faden und eine Schere. Als das kleine Geißlein nach Hause lief, sammelte die Mutter 6 große Steine ein. Nach kurzer Zeit kam das kleine Geißlein mit der Nadel, dem Faden und der Schere zurück. Die Mutter schnitt mit der Schere den Bauch des Wolfes auf. Sofort kamen alle ihre Geißlein aus dem Bauch geklettert. Sie waren alle wohlauf. Die Mutter freute sich so sehr und die kleinen Geißlein umarmten ihre Mutter voller Liebe und Erleichterung. Mama! 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 Wir lieben dich! Mama! Wir lieben dich! Mama! 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 Wir lieben dich! Sie waren alle voller Freude. Ah, meine kleinen Geißlein, ihr seid gerettet! Die Mutter Geiß nahm die Steine, die sie gesammelt hatte, und legte sie in den Bauch des Wolfes. Dann nähte sie seinen Bauch mit Nadel und Faden wieder zu. Der Wolf schlief so tief und fest, dass er davon nichts merkte. Er rührte sich nicht. Die Mutter und ihre Geißlein liefen schnell davon. Als der Wolf aufwachte und aufstand, hatte er schlimme Bauchschmerzen. Er dachte, das wäre, weil er zu viele Geißlein gegessen hatte. Wegen der Steine in seinem Bauch wurde er sehr durstig. Er ging zum Fluss, um etwas Wasser zu trinken. Aber als er loslief, schlugen die Steine gegeneinander. Mein Bauch ist so voll und schwer. Er wollte sich herunterbeugen, um an das Wasser zu gelangen. Aber weil die Steine in seinem Bauch so schwer waren, verlor er das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Hilfe! Ich ertrinke! Hilfe! Er rief so laut er konnte, aber niemand kam ihm zur Hilfe. Das Gewicht der Steine zog ihn herunter und er verschwand im Wasser. Die Mutter Geiß und ihre Geißlein hatten alles beobachtet. Sie liefen zum Fluss und riefen voller Freude. Der Wolf ist tot! Hand in Hand tanzten und sprangen sie herum.
Von diesem Tag an lebten die Muttergeiß und ihre kleinen Geißlein ein glückerfülltes und friedliches Leben in ihrem kleinen Haus im Wald. Es war einmal ein Hase im Wald. Den ganzen Tag hüpfte er umher und bewunderte sich selbst. Er liebte es, damit anzugeben, dass er viel schneller rennen konnte als alle anderen Tiere. Ich bin das schnellste Tier im Wald. Will jemand gegen mich rennen? Und er konnte wirklich schnell rennen. Die anderen Tiere konnten es nicht leiden, dass er immerzu angab. Und auch, dass niemand ihn in einem Rennen besiegen konnte. Und schon wieder gewonnen. Ich bin eben der Schnellste. Wo auch immer der Hase hinging, sagte er, ich bin so schnell, keiner kann mich einholen. Und seine Worte begannen den anderen Tieren auf die Nerven zu gehen. Er ist vielleicht der Schnellste, aber dass er damit immer so angeben muss, ist echt doof. Jemand sollte ihm mal eine Lektion erteilen. Die alte Schildkröte hörte von dem eingebildeten Hasen. Die Schildkröte lief sehr langsam. Sie brauchte einen ganzen Tag, um eine Strecke zu gehen, die der Hase in einer Minute rennen konnte. Die Schildkröte hoffte, dem Hasen eines Tages über den Weg zu laufen. Also ging sie zu den anderen Tieren und sagte ihnen, sie wolle gegen den Hasen rennen. Du willst gegen ihn rennen? Nicht mal die schnellsten Tiere haben gegen den Hasen gewonnen. Wie willst du das schaffen? Überlass das nur mir. Die Schildkröte ging zum Hasen. Guten Tag, Hase. Ich habe dich gesucht. Neugierig fragte der Hase. Und warum hast du nach mir gesucht? Ich habe gehört, dass du das schnellste Tier im Wald bist. Oder zumindest denkst du das. Aber um sicher zu sein, würde ich gerne gegen dich rennen. Mal schauen, wer schneller ist. Sobald die Schildkröte ihren Satz beendet hatte, begann der Hase so laut zu lachen, dass alle Tiere im Wald ihn hören konnten. Du und ich, ein Rennen. Machst du Witze? Du wirst mich niemals schlagen. In der Zeit, in der du einen Schritt machst, bin ich schon am Ziel. Wenn wir nicht gegeneinander rennen, werden wir das nie herausfinden. Okay, wenn du unbedingt willst. Als die Schildkröte davonging, lachte der Hase wieder laut los. Am nächsten Morgen versammelten sich die Tiere an der Rennstrecke. Die Schildkröte stand schon an der Startlinie, bereit für das Rennen. Sie lächelte selbstsicher. Bitte erklär mir, wie du vorhast, den Hasen zu besiegen. Wenn er wirklich so ein stolzer Angeber ist, wie ihr alle sagt, dann wird das ein ganz einfaches Rennen für mich werden. Kurz danach erschien der Hase. Selbstverliebt und in der Hand eine Karotte schlenderte er zur Ziellinie. Lass es uns hinter uns bringen. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Die beiden Kandidaten machten sich für das Rennen bereit. Der Erste, der am roten Band am Ende des Waldes ankommt, gewinnt. Mit dem Signal des Maulwurfs startete das Rennen. Wie ein Pfeil schoss der Hase davon. Die Schildkröte jedoch begann langsam zu gehen. Wow, der Hase war schon über alle Berge. Die Tiere waren sich sicher, dass die Schildkröte das Rennen verlieren würde. Nach kurzer Zeit hielt der Hase an und sah sich um. Er konnte niemanden erblicken. So wie es aussieht, kommt die Schildkröte heute Nacht am Ziel an. Ich esse erst mal meine Karotte auf. Also aß der Hase seine Karotte. Als er die Rennstrecke entlang sah, konnte er in der Ferne die Schildkröte kommen sehen.
Mit einem überheblichen Grinsen stand er auf und lief weiter. Der Hase war nun schon fast am Ziel angekommen. Ich bin ganz schön müde nach dem Frühstück. Ich setze mich mal ein bisschen hin und mache ein Nickerchen. Er war sich so sicher, dass er gewinnen würde, dass er seelenruhig einschlief. Die Schildkröte aber lief immer weiter, sehr, sehr langsam, aber mit großer Ausdauer. Endlich kam sie beim Hasen an. Sie sah, dass er tief schlief. Ohne anzuhalten, lief sie weiter. Kurze Zeit später wachte der Hase auf. Er sah sich um, aber konnte die Schildkröte nicht sehen. Ich kann die Schildkröte nirgends sehen. Vielleicht hat sie aufgegeben. Ich sollte jetzt mal zum Ziel laufen. Also lief er langsam Richtung Ziellinie. Doch was sah er dann? Die Schildkröte hatte ihn überholt und war kurz davor, das Rennen zu gewinnen. Mit aller Kraft versuchte er, sie noch einzuholen. Aber die Schildkröte ging vor ihm durchs Ziel. Die Tiere, die an der Ziellinie warteten, freuten sich sehr. Sie warfen die Schildkröte unter Jubelrufen in die Höhe. Der Hase jedoch stand traurig daneben. Die Schildkröte, die Siegerin des Rennens, lief zu ihm herüber. Lieber Hase, es ist am wichtigsten, dass man gewissenhaft mit dem ist, was man tut. Angeberei und Selbstverliebtheit bringen dich nicht weiter. Ich habe dich besiegt, nicht weil ich schneller bin, sondern weil ich das, was ich tue, ernst nehme. Du hast recht. Ich werde von nun an nicht mehr damit angeben, wie schnell ich bin. Ich sollte nun aufbrechen. Mein Haus ist einen langen Fußmarsch weit weg. Die Schildkröte lief lächelnd davon. Der Hase hatte seine Lektion gelernt. Von diesem Tag an gab er niemals mehr mit seiner Schnelligkeit an und forderte niemanden mehr zu einem Rennen heraus.